Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Seid ihr auch gewohnt, dass ihr eure Akkuanzeige auf eurem Smartphone in Prozent darstellt und entsprechend wisst, wie viel Prozent noch übrig sind oder schon verbraucht sind? Ja, ich auch, und ich finde es immer komisch, dass Hersteller wie Oppo zum Beispiel hier bei dem Reno 8 Lite 5G das nicht von Anfang an so einstellen. Man muss diese Funktion eben einmal extra hervorrufen, damit man die Anzeige auch in Prozent bekommt. Normalerweise ist das eine Sache aus Platzgründen eben so gemacht wird, dass oben in der Zeile, in der Kontrollzeile sozusagen, ja, auf Platz geachtet wird und deswegen kein zusätzliches Prozentzeichen da ist. In diesem Fall ist es aber Nonsens, weil das Prozentzeichen im Batteriesymbol selbst mit drin ist. Von daher hätte man das auch von Anfang an so machen können. Wir zeigen euch in diesem Video, wie ihr die Prozentanzeige, ja, ans Tageslicht holt. Viel Spaß dabei! Ja, habt ihr auch das Oppo Reno 8 Lite 5G und fragt euch, wie ihr denn um Himmels Willen die Batterie mal in Prozent anzeigen lassen könnt oder anzeigen könnt? Wir haben da oben ja rechts unser Batteriesymbol, das sehen wir da, und wir sehen aber nur, ja, diese weiße Anzeige, wie weit sozusagen die Batterie leer gelutscht ist. Aber wir sehen keine prozentuale Angabe, und wenn man vorher das bei einem Handy genutzt hat, dann hat man sich da wahrscheinlich gut und gerne dran gewöhnt und möchte das hier ja womöglich auch so haben. Und man weiß erstmal so nicht, wie man das denn bewerkstelligen soll. Normalerweise ist es so, kenne ich bei anderen Handys, dass wenn man runterwischt, hier dieses Menü, dass dann wenigstens irgendwie die Prozentanzeige mitkommt. Selbst wenn ich das mache, kriege ich das nicht hin. Wenn ich hochwische, kriege ich das nicht hin. Es bleibt da oben immer gleich, egal was ich tue. So, das heißt, irgendwie wissen wir nicht, wie wir da mal die Prozentanzeige hinzuholen können. Gibt aber einen ganz einfachen Trick. Das ist nämlich in den Einstellungen eine Möglichkeit, die man separat auswählen kann. Finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, total sinnlos, dass das extra erst hinzugeholt werden muss. Wir sehen, hier oben ist noch genug Platz in dieser Statuszeile. Auch von Werk aus ist das ja nicht komplett voll. Das heißt, das wird ja aus Platzgründen eben eingespart. Dann kann man doch ruhig da eben die Prozentanzeige noch mit hinzutun. Man kann dann ja sagen, wenn das irgendwie hier durch, keine Ahnung, viele Apps, viele Funktionen, was man alles so aktiv hat, wenn das zu viel wird, dass ich das dann ausschalten kann. Aber das von Anfang an einfach nicht zu machen, finde ich komisch. Aber egal, wir gucken uns das eben an. Wir gehen in die Einstellungen und dann ist das relativ einfach zu finden, denn wir haben hier einen Menüpunkt, der da heißt Benachrichtigungen und Statusleiste. Das ist der mit dem orangenen Symbol hier vorne. Statusleiste, das ist ja die da oben. Und dann sehe ich hier schon Statusleiste, Akkuladung in Prozent. Ein Regler, den setze ich auf aktiv. Und dann passiert das hier oben. Und da sehe ich schon, dass mein Argument von wegen Platz ja überhaupt gar keine Relevanz hat, denn die prozentuale Anzeige wird innerhalb dieses Batteriesymbols angezeigt. Das heißt, es ist überhaupt kein Platz dadurch verloren. Da frage ich mich doch, warum man das nicht von Anfang an so macht und dann Leute erstmal auf Suche gehen müssen, wie man das denn einschaltet. Keine Ahnung. Finde ich komisch, finde ich überflüssig und sinnlos, aber ist hier nun mal so beim Oppo Reno 8 Lite 5G. Auf jeden Fall wisst ihr ja jetzt, wie ihr das findet. Ich würde das von Anfang an so einstellen, weil so eine prozentuale Angabe ist ja im Prinzip doch etwas genauer, als dass man da irgendwie selber diesen Regler irgendwie einschätzen soll, wie lange dann der Akku innen entsprechend noch hält. Also nochmal Einstellungen und der Punkt Benachrichtigungen und Statusleiste, und da seht ihr dann Akkuladung in Prozent. Fertig. Ganz einfache Geschichte, und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt helfen. Wie gesagt, schaltet das ein, dann habt ihr immer die genaue Angabe, wie viel Batterie noch verfügbar ist oder wie viel Energie in eurem Akku noch steckt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!